Gestern Abend stand die Gemeinderatssitzung an und es war die erste richtige Gemeinderatssitzung mit dem neu gewählten Gemeinderat. Und da hatten wir natürlich ein paar spannende Tagesordnungspunkte. Unter anderem, sicherlich der wichtigste, war die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister. Und es freut mich, dass wir da wieder drei Gemeinderäte haben, die diese Ämter übernehmen. Zum einen als erster Bürgermeisterstellvertreter der Kurt Ebel. Der Kurt Ebel ist von der CDU als stärkster Kraft im Gemeinderat. Und der Kurt Ebel war schon in der Vergangenheit mein erster Stellvertreter und er wurde gestern einstimmig gewählt. Als zweiter Bürgermeister Stellvertreter wurde der Martin Rottweiler vom Gemeinderat ebenfalls einstimmig gewählt. Der Martin Rottweiler war bisher dritter stellvertretender Bürgermeister, aber dadurch, dass die Freien Wähler jetzt die zweitstärkste Kraft sind bei uns im Gemeinderat, hat er das Amt des Zweiten übernommen und die Grünen sind mittlerweile die drittstärkste Kraft bei uns im Gemeinderat und haben damit das Anrecht darauf, den dritten Bürgermeisterstellvertreter zu benennen. Das freut mich sehr, dass es der Matteo Kammerer übernimmt. Es ist ein junger Kollege, der jetzt neu im Gemeinderat dabei ist und der sich bereit erklärt hat, dieses Amt zu übernehmen. Auch er wurde einstimmig gewählt. Das zeigt, dass der Gemeinderat hinter seinen Bürgermeistern steht und das freut mich sehr. Dann stand an die Gremienbesetzung. Das ist immer sehr wichtig, weil wir ja nicht nur den Gemeinderat haben, sondern verschiedene Ausschüsse und verschiedene weitere Verbände, in denen wir vertreten sind als Gemeinde. Wichtig sicherlich ist, dass die Gemeinde Remchingen einen neuen Ausschuss hat. Wir hatten bisher immer den Haupt- und den Finanzausschuss und wir haben jetzt neu gegründet einen Umweltausschuss, in dem wir speziell die Themen rund um Umwelt- und Klimaschutz behandeln werden. Da gibt es immer viele Projekte, die es einfach verdient haben, dass man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt und das wird zukünftig der Umweltausschuss machen. Weiteres großes Thema war gestern der Finanzzwischenbericht. Momentan ist klar, ist es etwas schwierig, weil die wirtschaftliche Lage nicht mehr ganz so rosig ist wie in der jüngeren Vergangenheit. Und da gibt es jetzt die ersten Gemeinden, die tatsächlich auch Einbrüche haben bei ihren Finanzmitteln. Die benötigen wir aber für unsere Projekte. Und da war gestern einfach mal Stand, wie sieht es aus bei uns in Remchingen? Es ist nach wie vor eine gute Finanzlage, die wir haben, insbesondere die Gewerbesteuer und die Finanzzuweisung liegen wir überm Ansatz. Aber da zeigt sich, dass Remchingen in den letzten Jahrzehnten immer eine ehrliche und sehr zurückhaltende Finanzpolitik gemacht hat. Das dokumentieren wir auch jetzt mit dem Finanzzwischenbericht und ich hoffe, dass wir da insgesamt auch in den nächsten Jahren weiter auf einem guten Weg sein können. Aber nach einer Gemeinderatssitzung ist vor einer Gemeinderatssitzung. Und so sind natürlich auch die nächsten Wochen wieder gut gefüllt mit vielen Projekten und Themen. Aktuell beschäftigt uns die Freibadsanierung sehr. Das ist immerhin ein 4-Millionen-Projekt. Und wir sind zeitlich da etwas unter Druck, weil wir natürlich das Freibad zur nächsten Saison dann wieder frisch modernisiert haben möchten. Da finden gerade große Baumaßnahmen statt. Wir werden selbstverständlich auch verschiedene Besichtigungstouren machen, sodass jeder Bürger die Möglichkeit hat, es zu sehen, was da gerade entsteht. Und was uns jetzt in den nächsten Wochen auch noch intensiv beschäftigen wird, ist der Hochwasserschutz für Nöttingen. Der steht vor der Fertigstellung. Es ist ein 7 Millionen Euro Projekt, das wir dann hoffentlich im November gemeinsam einweihen können.